Wir haben heute ein kleines Unboxing vor, einen kurzen Test eines Produktes, das ganz interessant erscheint. Und zwar kennen wir alle mittlerweile aus dem preiswerten Bereich heraus auch die Übertragung von Audiosignalen per Funk statt per Kabel. Und Gleiches könnte jetzt auch passieren mit dem Videosignal. Und zwar liegt hier vor eine InKey-Bandbox, die ist mir zugesendet worden zum Test. Die werde ich mir heute anschauen und ich nehme euch mit der Kamera mit. Hallo, das ist der Content Creator Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien. Aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Ersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. So, da wäre also die Packung. Schauen wir uns mal an, was da drinnen ist und wie sie aussieht. Das Ding ist, wenn man meine Hand daneben schon legt, schon mal von der Verpackung her sehr klein. Meine Hände sind zwar groß, aber wenn man sich das anschaut, ca. 10 cm, 8 cm, so in der Größenordnung, also schon die Verpackung zeigt, das Ding wird sehr klein und praktisch sein zum Mitnehmen. Ansonsten unspektakulär, die klassischen Dinge, die man von einem Produkt bekommt. Die Herkunft ist auch eindeutig. Inhalt sichtbar, Produktbeschreibungen dazu, auch so wie bekannt, wir haben es ja schon kurz gesehen. Gut, schauen wir es rein. Das Spannendste ist immer der Inhalt. Ich öffne die Packung, auch hier eine sehr schöne Packung, aber ganz einfach. Es gibt die Bambox, schauen wir mal, wie die ausschaut jetzt in echt. Also ein wirklich sehr kleines Gerät, praktisch für die Kamera. Der HDMI-Anschluss auf der Seite. Ein Schalter, der anzeigt, ob charged. Aha, es ist schon geladen, aber nicht allzu viel drinnen. Das werden wir nachher gleich prüfen. Das dürfte die Verbindung sein, ob sie aufgebaut ist. Auf der anderen Seite der USB-Anschluss zum Laden und zum Verbinden an die Kamera, um sie fernzusteuern. Oder auch nicht. Ich sehe gerade, es gibt zwei USB-Anschlüsse. Einen zum Laden und einen für die Fernsteuerung. Das ist gut. Ich kann also beides gleichzeitig, Fernsteuerung und Wireless laden. Da dürfte der Akku verbaut sein und die Antenne dürfte hier oben sein. Ein Cold Show zum Anschließen an die Kamera. Das werden wir nachher gleich testen. Kühlrippen an der Unterseite, das heißt kein Lüfter. Das ist gut, um keine Störungen zu machen. Kein zweiter Hotshow an der Oberseite, das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir das Mikrofon dann noch montieren. Da werde ich im Testartikel dann auch eine Lösung noch bieten. Ich glaube, ich habe was Passendes im Studio. Das werden wir uns dann noch anschauen und werde ich im Testartikel verlinken. Mhm. Soweit also zur Box selbst. Schauen wir uns dann nachher noch genauer an. Was ist noch in der Packung drinnen? Im Schaumstoff gelagert. Kommt also gut an. Was haben wir hier noch? Eine Anleitung. Die werden wir natürlich genau lesen, wie immer. Sprich, ich werde sie da jetzt einpacken und wahrscheinlich nicht weiter beachten. Und darunter gibt es noch jede Menge Kabeln. Ja, das ist mehr als eigentlich erwartet in der Packung. Was haben wir da? Wir haben ein Kabel USB. Das dürfte das Ladekabel sein. Ein Kabel, vermutlich zum Fernsteuern der Kamera. Schauen wir mal, was das für ein Typ ist. Ein Panasonic-Kabel. Noch ein Fernsteuerkabel auf Typ C. Ein Micro-USB-Fernsteuerkabel. Und ein Fernsteuerkabel auf Micro in der alten Variante. Das heißt, ich werde zwei davon brauchen, nämlich Micro und Typ C für die 50Z-Kamera von Nikon und für die Z6. Die anderen Kabel werde ich nicht verwenden. Spannend, sehr gut. Also mehr als gedacht, was da drinnen ist. Alles mitgeliefert, was man zum Fernsteuern braucht. Alles mitgeliefert,
außerdem HDMI-Kabel. HDMI-Kabel habe ich sowieso bei der Kamera dabei. Das heißt, ich werde mir dann den Test noch genauer anschauen. So, und jetzt schaue ich noch schnell nach, wie viel Batterie wirklich bei der Lieferung dabei war. Zu starten ist das Ganze so wie bei DJI mit Klick, dann halten und noch einen Klick. Ich sehe gerade auch USB signalisiert mit einer LED und auch HDMI signalisiert mit einer LED. Das heißt, ich kann optisch sehen, wie es aussieht mit dem Produkt, ob es verbunden ist und genutzt wird. Sehr gut. Gut, jetzt werden wir es mal laden und den Rest schauen wir uns dann an, sobald es geladen ist. Nach dem Unboxing schauen wir uns kurz auf der Webseite noch die technischen Daten an, beziehungsweise das, was Inky selbst über sein Produkt sagt. Schalten wir gleich zum Browser um und zu Amazon, wo man ein bisschen mehr darüber sieht. Da wären wir also schon bei Amazon. Die Inky-Box wird derzeit ungefähr für 120 Euro angeboten, ist also deutlich günstiger als vergleichbare Produkte. Wenn ich mir die Mars-Produkte anschaue, dann sind wir im Tausender-Bereich, also da zählen ein paar 100 Euro nichts. Da haben wir für 100 Euro ein Produkt. Wir schauen uns kurz mal da an, was Amazon drüber zu sagen hat. Es ist ein chinesisches Produkt, das ist eindeutig. Ein weißer Schuh, Socke als Befestigungsmethode kann nur ein Übersetzungsfehler sein, also es geht um einen Hotshoe auf der Kamera. Man kann das Produkt also auf die Kamera mounten, haben wir schon gesehen. Dass die Kamerasteuerung mit dabei ist, ist interessant. Ich kann also, indem ich die Kamera via USB, also nicht nur mit HDMI-Kabel, sondern auch mit USB-Kabel anschließe, auch eine Fernsteuerung machen. Die App und die Applikationen erlauben bei den meisten Kameraherstellern auch die Fernsteuerung von den Dingen, die so relevant sein können. Die eingebaute Batterie hält Stunden. Auch das ist interessant. Also nicht nur die Funkmöglichkeit, sondern auch die drahtlose Verwendung unterwegs ist für längere Zeit sichergestellt, dass sie zumindest länger als der Akku der Kamera hält. Sollte man eine Powerbank anhängen, kann man sogar unendlich laufen lassen. Das heißt, der Betrieb und gleichzeitig das Anschließen via USB und das Laden ist gleichzeitig möglich. Nachdem die eingebaute Batterie relativ klein ist und man größere Powerbank anhängen kann, bedeutet das, dass man drahtlos wirklich fast unendlich arbeiten kann. Inky gibt dann ein fast verzögerungsfreies Arbeiten, das heißt 150 Millisekunden Verzögerung vom Senden des HDMI-Signals von der Kamera zum Empfangen und Darstellen auf dem Endgerät, also inklusive Darstellung und aller Aufbereitung, die dazwischen passiert. Das ist relativ wenig und lässt sich zum Beispiel in OBS oder ähnlichen Applikationen leicht kompensieren, also da geht es nicht um viel. In den Anwendungen, wo ich vorhabe, sie zu testen, also das Monitoring bei einem Shooting zum Beispiel, dass der Kunde gleichzeitig auf dem Tablet nachschauen kann, was da in der Kamera entsteht, oder das gemeinsame Kontrollieren beim Filmen, dass auch jemand, der verantwortlich für Schnitt später sein wird oder etc., schon mitschauen kann, Anweisungen geben kann, wird es auf alle Fälle ausreichen. Das heißt, 150 Millisekunden stellen da sicher kein Problem dar. Eingebaute Antenne, logisch, in der Box ist alles integriert, das heißt, man braucht keine Antennen aufstellen oder aufbauen, sondern kann direkt von der Kamera weg starten. Gilt gleich zweimal scheinbar. Multiplattformüberwachung ist interessant, also die Endgeräte können verschiedenste sein. iOS-Gerät, ein Tablet zum Beispiel, um direkt an der Kamera zu arbeiten, ein Handy, um von der Entfernung noch einzuschauen. Oder auch ein Windows-PC, das heißt, ich kann auch von großen PCs weg, sagt zumindest der Anleitung, wir werden uns das nachher noch anschauen, kann ich mir anschauen, welches Signal gerade an der Kamera reinkommt. Ich hoffe auch, dass man damit weiterarbeiten kann. Das heißt, ich würde ganz gerne das Signal auch bleiben und dann beispielsweise via OBS verwenden. Das wäre dann eine Variante, dass ich zum Beispiel aus dem Studio heraus streamen könnte. Studio sendet das Live-Signal der Kamera an den PC, der PC bereitet es auf und streamt das Ganze via OBS nach draußen. Hätte Anwendungen im Schulungsbereich zum Beispiel, wo man das einsetzen könnte. Oder auch jetzt für Livestreams, die man irgendwie macht. Gut, schauen wir weiter. Die Geräte, die unterstützt werden, iPad, Smartphone oder Laptop, haben wir schon gesagt. Funkspektrum, die Geräte nutzen 2G und 5G, Wi-Fi und Bluetooth. Geht es um die Steuerung. Reichweite 100 Meter werden wir noch testen, kann ich mir nicht vorstellen. Da steht aber auch, dass nur, wenn keine Barrieren und keine Störungen stattfinden, die 100 Meter erreichbar sind.
Klassischerweise würde ich mal sagen, wird es Störungen geben, weil das WLAN natürlich aktiv sein wird, während man mit dem WLAN arbeitet. Gleichzeitig auch jede Art von Störung, Menschen stehen zwischen dem Funksignal etc., natürlich auch störend wirken können. Die 100 Meter wird man also kaum erreichen, ist auch nicht notwendig. Ich würde sagen, der Einsatzzweck ist hauptsächlich in einer kontrollierten Umgebung. Also man wird kaum Videosignale übertragen. Die live auf Sendungen müssen von einem Interview auf einer Veranstaltung irgendwie mitten in den Raum, weil dann nimmt man wirklich diese teuren Geräte. Sondern es wird eher kontrollierte Umgebungen betreffen, beispielsweise den Schulungsraum, wo man aus dem Schulungsraum heraus Streaming starten wird oder ähnliche Bereiche. Da weiß man, was man tut und wird kaum über die 10 Meter hinauskommen. Gut, HDMI-Eingang, da wird es wieder spannend. Die Bandbox erlaubt also das Entgegennehmen von HD-Signalen, kleine 4K-Signale. Wird in dem Umfeld auch nicht notwendig sein, weil man bei Shootings beispielsweise die Bildkontrolle sowieso nicht mit Video macht. Das heißt, die gespeicherten Bilder sind in höchster Auflösung. Das, was man kontrolliert, ist die Vorschau via HD. Im anderen Fall, im Videofall, betrifft es aber hauptsächlich Streaming-Anwendungen etc. Das heißt, man wird auch hier nicht das 4K-Signal in der funkübermittelten Variante brauchen. Und die Kameras unterscheiden sowieso zwischen dem, was sie speichern, das kann dann 4K sein, und dem, was sie ausgeben, das wird dann wahrscheinlich das 1080er-Signal sein. Und damit wird man kaum Probleme haben. Sollte ich wirklich einen Anwendungsfall mit Streaming haben, komme ich auch da nicht übers HD-Signal hinaus, weil ich 4K kaum streamen werde. Zumindest aktuell noch nicht. Die HD-Signale, die man streamen kann, sind ausreichend gut. Eingangssignal 1080p bis zu 60 Bildern. Das heißt, ich kann auch eine hohe Bildwiederholrate als Eingangssignal verwenden. Übertragen wird dann aber nicht 60p, sondern 30p. Ein Videoport, ein USB-3-Port Typ C sind die zwei Ports, die angegeben sind. Haben auch schon gesehen, ein Ausschalter. Stromverbrauch der Kamera ist kleiner 6 Watt, die Ladung der Kamera kleiner 4 Watt, okay. Eine 5 Volt Batterie ist eingebaut, die Apps, die unterstützt werden, iOS 8, Android 6 und höher, auch schon gesehen, also da ist alles drinnen. Die Abmessungen haben wir schon gesehen, Gewicht mit 125 Gramm, gering genug, dass man es auf die Kamera schnallen kann. Wie das Ganze dann in echt aussehen wird im Hotshot, werden wir uns nachher noch an der Kamera anschauen. Das probieren wir noch aus. Auch die Leistung, wie das übertragen wird und die Funktionsweise werden wir uns noch kurz anschauen. Da gibt es also nichts, was wir jetzt da noch genau anschauen müssen. Die Batterieleistung wird angegeben mit 3,5 Stunden ohne externen Akku. Sobald ich einen USB-Akku extern anschließe, eine Powerbank, geht es dann weit über den Tag hinaus, die Nutzung. Also weit länger, als die Kamera selbst Strom haben wird. Die Kamerasteuerung ist spannend. Schließt man die USB-Schnittstelle auch an die Kamera an, kann man dann auch in die Gegenrichtung von der App weg über die Bandbox die Kameraeinstellungen verwalten. Also man könnte auch eine Fernbedienung einer Kamera machen. Da wird es wieder spannend dann bei Veranstaltungen etc., wo man eine zweite Kamera fernbedienen möchte. Dann könnte man eine Kamera an eine nicht überwachte Stelle stellen, die dann ferngesteuert wird und über die App gesteuert wird. Was kann ich da steuern? Ich kann Blende, Verschluss, ISO-Empfindlichkeit, Foto, Video, Start, Stopp aktivieren und das für Kameras fast aller Marken. Bei Sony-Kameras wird angegeben, dass nur das Start, Stopp und das Aufnehmen von Fotos unterstützt wird, die Kamerafunktion zum Steuern ansonsten nicht. Was Lieferinhalt ist, haben wir schon gesehen. Kurz noch auf zum Preis. Auch hier haben wir schon gehört, um die 120 Euro derzeit. Der Preis schwankt nur ganz leicht. Bei so einem günstigen Produkt, das eh deutlich unter dem Mitbewerb liegt, erwarte ich nicht, dass er noch sehr weit runtergehen wird. Schaut also schon ganz gut aus. Ja, und damit gehen wir dann weiter und schauen uns das Produkt einmal an, wie es wirklich tatsächlich funktioniert. Machen wir mal einen kleinen Test damit. So, wir probieren jetzt einmal den Praxisfall. Noch steckt die Bandbox hier an dem USB-Kabel, ladet gerade. Ich habe es jetzt einmal so viertel, halbe Stunde ungefähr laden lassen. Mal schauen, ob wir damit ein Stück weit kommen für den Test.
Sie ladet immer noch, das heißt, ich lasse mal dran stecken. Erster Praxisfall wäre gleich einmal, funktioniert sie auch während sie lädt? Das gibt sie ja vor. Ich habe übrigens in der Anleitung doch nochmal kurz nachgeschaut, sie kann auch während sie im Betrieb ist, mit Stromversorgung mit der Kamera verbunden werden, also auch das würde funktionieren, dass man dort den Strom austauscht. Also ein bisschen Powerbank-Funktion. Jetzt aber wird sie geladen und steckt hier mal noch Solo. In der Zwischenzeit habe ich auch geschaut, wir haben eine Windows-Applikation, die wir nutzen könnten, allerdings derzeit noch in Mandarin. Das heißt, es gibt nur die chinesische Version, scheinbar zumindest. Ich habe auf der englischen Download-Seite nachgeschaut und habe es runtergeladen und dort keine englische Version gefunden. Ich habe die Frage aber auch schon an Inke geschickt, wenn wir schauen, was da als Antwort kommt. Das findet sie auf jeden Fall dann auf der Webseite im Artikel drinnen, inklusive dem Link zu Amazon und zu Benbox, wo man dann weitere Informationen und das Produkt findet. Würde mich freuen, wenn Sie es bestellt, dann auch über den Amazon-Link, den ich dort angegeben habe. So kriege ich vielleicht ein bisschen was dafür, für die Arbeit, die wir hier gemacht haben. Gut, die Benbox steckt also, ist ansonsten nicht konfiguriert und sollte zumindest ein bisschen Strom haben für den Test. Die Kabel habe ich mir auch schon hergerichtet, die ich verwenden werde können. Also wir haben die USB-Kabel für die Datenverbindung und USB-Kabel zum Laden, das ich jetzt nicht verwendet habe, hier liegen. Ich habe das Handy auch hier, der Test vom letzten Mal. Auch da war es so, dass ich die App über den Store noch nicht gefunden habe. Ich nehme an, dass sie gerade im Aufnahmeprozess ist, weil weder unter InKey noch unter Benbox findet man die passende App. Ich habe sie allerdings gefunden auf der Webseite von InKey und auch installiert. Das heißt, ich werde jetzt aber mal gleich die InKey-App starten und dann schauen, was sie mir bietet. Okay, sie zeigt mir jetzt einmal an, dass sie für die Benbox gemacht ist. Ich nehme an, das sind die Funktionen, um die Kamera fernzusteuern. Auch das sieht man mal sofort. Und ansonsten ist da jetzt einmal noch nichts erfolgt. Nachdem die Benbox Bluetooth kann, vermute ich mal, dass die Verbindung zwischen dem Gerät für die Ersteinrichtung und die Steuerung einmal über Bluetooth funktioniert und die spätere Verwendung dann für die Datenübertragung mit Wi-Fi funktionieren wird. Auch das werden wir uns gleich anschauen. So, die App ist einmal gestartet, die Benbox liegt hier. Was jetzt noch fehlt, ist die Kamera, auf die die Benbox geschnallt werden soll. Dazu habe ich mir ein vorerst einmal viel zu langes Kabel aus dem Studio geholt. Ich habe das kurze Kabel nicht gefunden. Der kleine USB-Anschluss für die Z50 und der normale HDMI-Anschluss, der an die Benbox kommt. Das werde ich auch gleich einmal machen. Das heißt, an der Benbox die Verbindung zur Kamera hin. Da ist sie auch schon, die Kamera, die Z50. Ich nehme mit der Z6 jetzt gerade auf. Das heißt, die Z50 wird mein Testexemplar. Auch praktisch, das ist so eine typische Vlog-Funktion, die man verwenden wird können. Die Z50 hat ja die Möglichkeit, den Bildschirm zu klappen. Das heißt, ich werde nachher noch probieren, ein bisschen herumzugehen damit und zu schauen, wie die Empfindlichkeit ist, wie weit man damit kommt. Gut, schließen also auch hier das HDMI-Kabel an. HDMI-Kabel habe ich hier liegen. Exakt, es ist viel zu lang und nicht praxistauglich in der Form. Das kurze habe ich nicht gefunden. Also ich schließe mal das lange an. So, jetzt ist die Bandbox verknüpft. Praktisch hierbei ist, dass wir einen Foldshow-Adapter haben. Das heißt, ich schließe die Benbox jetzt auch an die Kamera an. Und ziehe jetzt mal das Stromkabel ab, dass wir da flexibler werden. So sieht das Ganze dann aus. Wer weiß, wie klein die Z50 ist, sieht es auch wieder im Vergleich mit meiner Hand. Sieht damit auch, wie klein die Benbox ist. Man sieht es auch am HDMI-Stecker. Der kleine HDMI-Stecker, die Benbox, im Vergleich dazu ist er wirklich klein. Die Benbox ist so Zündschachtel groß, ein bisschen größer vielleicht als eine Zündschachtelbox. Und auf der Kamera nicht wirklich störend. Vom Gewicht her fällt es gar nicht auf. Die 100 Gramm irgendwas, die da oben stecken, da ist das Kabel, das ich daneben liegen habe, wahrscheinlich genauso schwer. Also wirklich praktisch klein, was da passiert ist. Ich überlege gerade, ob ich mir auch gleich die Kamera, ja, wenn wir auch gleich machen, für die Steuerung anschließe.
Also ich brauche das passende Kabel dazu, um die Steuerung machen zu können. Das sind wir hier richtig. Schließen wir also auch noch gleich den USB-Anschluss an. Dann können wir auch testen, ob die Fernsteuerung der Kamera funktioniert. Ist ja auch ein Highlight, dass ich über die Pinbox von meinem Smartphone aus die Kamera steuern kann. Das heißt, ein zweites Kabel an die Pinbox herübergeführt auf die andere Seite und angesteckt. Interessant mit dem Kabel. Wenn man sich das Standard-USB-Kabel ansieht und das Kabel, das dabei liegt, da dürfte irgendwas bei der Produktion schiefgegangen sein. Das ist viel länger, der Stecker. Das ist das zweite Kabel für die USB-Verbindung. Dürfte einen Defekt haben. Ich habe zuerst geglaubt, das geht nicht richtig rein. Dabei ist nur der Stecker viel zu lang. Ich werde mal das andere Kabel nehmen, das auch beiliegt. Ich hoffe, das ist für die Datenübertragung auch geeignet. Und stecke einfach das an. Es steckt fest und schaut auch gut aus. Auch hier alles okay. Habe also jetzt das Setup fertig. Die Kamera ist konfiguriert für HDMI Out. Das heißt, sobald die Kamera auf dem Videomodus ist, liefert sie mir ein cleanes Signal am HDMI-Ausgang. Das heißt, ich sollte eigentlich auf die Bandbox jetzt ein schönes Signal bekommen, sobald ich die Kamera beginne zu benutzen. Das werden wir dann gleich ausprobieren. Gut. Im nächsten Schritt werde ich die Bandbox mal starten. Sie hat jetzt Strom, hat auch eine Wireless-Verbindung aufgebaut. Nehme an, der nächste Schritt wird sein, dass man sie jetzt einrichten wird. Ich nehme also mal mein Smartphone. Es dürfte eine Verbindung mit Bluetooth schon existieren, wenn ich das richtig sehe, weil die Firmware angezeigt wird. Ich werde es mal runterladen und schauen, ob sie gleich installierbar ist. Video Hardware Decoding oder Software Decoding wird angeboten. Da ist ein schneller Prozessor drinnen. Das sollte gut funktionieren. Die App in der aktuellen Version. Die hat noch keine Verbindung drauf. Das heißt, ich habe da noch nicht viel mehr. Gut, das heißt, ich muss jetzt schauen, wie ich die Verbindung herstellen kann. Ich habe jetzt mal die Kamera eingeschalten. Die Bandbox zeigt mir sofort an, dass das HDMI ein Signal liefert. Mit Bluetooth, mit USB ist auch eine Verbindung da. Auch das wird sofort angezeigt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt einmal die Kamera einschalten, dass sie auch etwas zeigt. Mal die Kabel anvisieren. Mal ein paar Kabel am Bildschirm erscheinen. Und da schauen wir uns an, ob wir jetzt eine Verbindung herstellen können. So, jetzt geht es darum, dass wir die Bandbox verknüpfen. Aktiv ist sie ja, haben wir gesehen, sie blinkt auch schon. Das heißt, sie versucht ein WLAN-Signal zu starten. Das werden wir jetzt auch gleich einmal ausnutzen. Ich wechsle ganz kurz hier in die Einstellungen. Versuche hier ein anderes WLAN zu nutzen. Das sollte dann auch die Bandbox erscheinen. Das tut sie auch hier. Ich klicke mal drauf. So, wie meistens wird das WLAN verbunden, das natürlich dann kein Internet hat. Das heißt, ich muss ihm bestätigen, dass ich das auch beibehalten möchte. Beim Verbinden der Bandbox wird das Standardpasswort verwendet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das kann man dann ändern. Und ich sehe schon mal, dass die Verbindung geklappt hat. Er zeigt mir auch alles an, was die Kamera betrifft. Die Kamera hat genug Strom. 720p-Modus, WLAN verbunden, HDMI ist angesteckt. Das alles zeigt mir die Bandbox jetzt schon mal an. Ich schaue mal kurz da hinein. Ich könnte Passwort und Name für die Bandbox setzen. Also ich könnte ein anderes Passwort jetzt verwenden als das Standardpasswort und einen neuen Namen vergeben. Sollte ich auch mehrere Bandboxen haben, ist das ganz praktisch. Ich kann übrigens auch mehrere Endgeräte, also mehrere Smartphones oder Computer direkt an eine Bandbox knüpfen, bis zu 4 Geräte gleichzeitig. Das heißt, ich könnte mein Handy zum Beispiel verwenden, um am Kameradisplay zu arbeiten mit ein paar extra Funktionen.
Ich könnte gleichzeitig jemanden anderen ein Tablet in die Hand drücken für die Fernverwaltung oder auch mehrere Leute verwenden, die die Fernsteuerung übernehmen. Also mehrere gleichzeitig verwendbar. So, ich habe einen ROM runtergeladen. Das heißt, rein theoretisch müsste mir die Bandbox jetzt anzeigen. Ich schaue mal kurz nach, welche Version von Firmware drauf ist. 1.1.5 Release. Schauen wir mal nach, was ich da runtergeladen habe. 1.1.5. Gut, ich bin wieder zurück. Habe die Updates jetzt einmal schnell eingespielt und die Verbindung wieder hergestellt. Ich bin jetzt auf dem Wi-Fi-Signal. Wenn man sich da kurz mal anschaut, ich habe umgestellt auf das Hardware-Decoding mit 1080p. Das heißt, ich habe jetzt einmal das volle Signal ausgewählt, um zu sehen, was da wirklich über die Leitung geht. Das Wi-Fi ist aktiv, die Bandbox sendet ein Wi-Fi-Signal, Handy ist mit dem Wi-Fi-Signal der Bandbox verbunden. Das heißt, es spielt kein Repeater, kein Router oder sonstiges dazwischen mit dem WLAN, sondern es ist eine direkte Verbindung zwischen Smartphone und der Bandbox. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Kamera gleich loslaufe, wird man sehen, was das Signal auf dem Handy übergibt. So, ich lasse das Handy jetzt mal kurz hier, lege es hier her und zeige parallel das, was die Kamera anzeigt. Das heißt, Kamerasignal hier im Live-Bild. Das Handy zeigt das, was die Bandbox aussendet und übers Handy überträgt. Wenn ich jetzt hier live vor die Kamera, man sieht es hier, etwas einfüge, sieht man die Verzögerung, die auf der Bandbox stattfindet. Relativ gering. Ob es eine Zehntelsekunde ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wenn wir nachher noch mit der Uhr messen. Andere Messergebnisse haben das bestätigt. Mir kommt es knapp mehr vor, aber nicht viel mehr. Also es ist im verwendbaren Bereich. Um die Beurteilung zu machen von einem Fotoshooting über eine Strecke hinweg auf jeden Fall ausreichend. Für Videosignale, die man in Echtzeit steuern möchte, vielleicht knapp zu wenig, aber auch das wird nicht das Problem sein. Für eine Videoaufzeichnung und Verwendung in Live jetzt dann schon ein bisschen tricky. Das muss man dann schon timen und etwas verzögern beim Streaming. Zumindest wenn man mehrere Kameras hat und einige direkt gehen und einige über die Bandbox, wird man es wahrscheinlich angleichen müssen. Aber soweit so gut. Das heißt, die WLAN-Verbindung ist mal sehr gut. Und wir werden jetzt mal den Test machen, ob das auch fürs Vloggen reicht. Das heißt, ich klappe mir mal das Display nach unten. Gehe selbst in den Vlog-Modus. Ich sehe mich jetzt in der Kamera. Kann kurz mal die Kontrolle machen, wie es ausschaut auf dem Smartphone. Das Smartphone lasse ich jetzt hier für die Kontrolle. Und werde mal mich auf den Weg machen. Ich nehme an, dass der Ton weiterhin gut funktionieren wird. Zumindest habe ich schon mal getestet. Das Wireless Go hängt auf mir. Wenn wir mal kurz nach unten schauen, sehen wir das Wireless Go. Das geht direkt in die Kamera, die jetzt aufzeichnet. Das heißt, wir den Ton haben auf jeden Fall direkt aus dem Wireless Go. Auch das übertragt mit im gleichen Band. Das heißt, auch das ist ein 2-4er-Netzwerk, das da aufgebaut wird. Wir sehen also gleich, wie das funktionieren wird mit der Übertragung, während Störsignale parallel laufen. Ich laufe mal und mache einen typischen Anwendungsfall, den der Vlogger auch machen wird. Er schnappt sich das Kaffeeheferl und wandert mit dem Kaffeeheferl in die Küche und wird sich einen Kaffee holen. Dabei sind wir jetzt einmal um die 5 Meter von der Kamera entfernt. Das heißt, das WLAN-Signal wird schwächer. Wer meinen Background kennt, wir haben hier Internetdienstleistungen im Haus. Das heißt, hier gibt es auch da oben zwar einiges Signal. Störung diese Richtung hier. Ich wandere weiter. Gehe diesmal den anderen Weg durchs Studio durch. Wandere durchs Studio mit dem Kaffeeheferl. Schauen hier oben ganz kurz zum WLAN-Router, der jetzt genau zwischen uns und dem Ziel ist, der Kamera, die des Smartphones, das jetzt aufnimmt, das WLAN-Signal. Das heißt, jetzt war sogar ein Router zwischen uns. Ich stelle meinen Kaffeeheferl ab, dass ich die Kamera wieder gescheit in die Hand nehmen kann. So, es ist alles ein bisschen improvisiert, aber es funktioniert. Und während ich hier zurückkomme,
und mir das Ganze anschaue auf dem Handy, sehe ich, dass die Verbindung einmal nicht abgebrochen ist. Mal die Kamera wieder nach unten. Signal ist immer noch da, immer noch live. Dürfte also funktioniert haben. Ich werde es dann jetzt im Schnitt sehen, ob das wirklich geklappt hat. Da werde ich dann gleich die Probe machen. Gut, soweit dazu. Jetzt werden wir noch schauen, ob die Kamera auch steuerbar ist. Ich habe das Signal nur übertragen, ohne was aufzunehmen. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt den Aufnahmeknopf drücke. Ja, also das mit der Fernsteuerung dürfte da noch nicht klappen. So, ich versuche das Ganze dann nochmal so nebeneinander zu setzen, damit man auch was sieht. Während ich die Aufnahme gestoppt habe, hier kurz noch der Überblick, was ich machen kann in der App. Ich kann die Blende verändern. Man sieht auch sofort, wenn man genau schaut, dass die Blende auch auf der Kamera übernommen wird. Interessanterweise zeigt sie mir hier, ja, es dürfte wirklich von der Kamera kommen, auf nur die Dinge an, die das Objektiv derzeit kann. Das heißt, es wird wirklich synchron gehalten. Ein Hundertstel, okay. Und ich habe es etwas erhöht, die Darstellung mit plus 1. Ich tue mal ein bisschen dünkler stellen. Ja, man sieht sofort die Reaktion drauf. Also auch das funktioniert, die Steuerung der Kamera klappt. Auch die Kamera-Akku-Leistung wird angezeigt, auch das ist gut. Ich kann also von der Ferne kontrollieren, wie viel Akku meine Kamera noch hat. Auch das dürfte gut funktionieren. Ich habe die Batterie nämlich gerade getauscht und sehe jetzt die volle Batterie. Wenn ich mir hier noch die Zusatzfunktionen anschaue, eine Anzeige des Histogramms nach RGB-Kanälen getrennt. Die finde ich jetzt nicht ganz so toll, wenn man hier die Höhe nicht sieht, der Balken, weil es doch austariert ist auf 0. Das heißt, sie dürfte nicht indizieren auf die aktuelle Ansicht, sondern auf die mögliche Bandbreite. Ja, da könnte man mehr machen. Aber gut, dass es die Funktion gibt. Zebras einschalten kann ich hier auch. Okay, ich kann sogar die Genauigkeit eingeben und mit links, rechts schieben, schauen, wo die Knackpunkte sind, wo es am hellsten ist, wo es am dunkelsten ist. Also wenn ich das jetzt einmal bei das Zebra beginnen lasse, okay, die Anzeige ist relativ exakt, also relativ empfindlich und die Steuerung nicht besonders exakt mit dem Hin- und Herschieben des Wertes. Sind es bei 0,19, es dürfte zwischen 0 und 1 passieren. Also bei 20% übersteuert hier ein kleiner Teil. Ich kann das Zebra also zur Kontrolle verwenden, wo Bereiche im Bild ausbrennen würden. Das ist aber etwas überempfindlich, ehrlich gesagt, werde ich eher auf der Kamera verwenden, ähnlich wie es auch hier ist mit den Histogrammanzeigen. So, schauen wir mal mit Schwarz-Weiß-Darstellung. Ja, ist eine nette Funktion, die ist gut, gefällt mir. Schöne Kontraste überblicken. Kann man auch die Linien einblenden lassen. Sieht gut aus. Ja, und das sogar in mehreren Varianten. Also ich habe sogar den Stern. Ja, das gefällt mir. LUTs laden. Okay, das zeigt mir jetzt keine LUTs an. Vermutlich nur dann, wenn die Kamera welche überträgt. Also man dürfte scheinbar auch eine Kontrolle mit LUTs möglich haben, sofern die Kamera über das HDMI-Signal die Farbwelt verändert. Ja, das sieht gut aus. In den Fotomodus muss ich die Nikon scheinbar manuell schalten. Das heißt, den Fotomodus werde ich jetzt mal kurz umschalten, ob es da auch Möglichkeiten gibt. Die Einstellung dürfte passen. Zeigt zumindest die richtigen Einstellungen an. Und löst das Foto auch aus. Also im Fotomodus kann ich auch remote arbeiten, remote steuern. Interessanterweise klappt das im Videomodus nicht. Das heißt, den Video starten kann die App noch nicht. Aber die ist in Entwicklung. Das heißt, die ganzen Funktionen sind alle noch nicht auf dem Stand, den sie einmal sein werden.
Da sieht man noch einen sehr frühen Entwicklungsstand, auch wenn das Produkt schon voll verfügbar ist. Und nachdem ich die Einstellungen gemacht habe, könnte ich also jetzt wieder in den Live-Video-Modus gehen. Ab dem Zeitpunkt ist die Kamera wieder verknüpft. Man sieht, ich habe alle Daten, kann mein Zebra aktivieren, deaktivieren. Ich gehe da jetzt mal runter. Nicht ganz so stark Zebra. Kann Schwarz-Weiß-Modus aktivieren und so weiter. Das Ganze sollte über Windows dann auch genauso möglich sein. Dort sollte dann auch das Frame-Pairing möglich sein. Das heißt, ich könnte das Signal dann noch weiterverarbeiten. Hier dient es einmal der Ansicht und zum Fernauslösen für Fernkontrolle. Interessant wird sein, das werde ich dann noch später probieren, mit mehreren Endgeräten gleichzeitig. Ich kann ja mehrere Geräte an die Bandbox verbinden. Sprich, Tablet und Smartphones verschiedener Art und PCs, 4 Stück gleichzeitig, können sich an eine Bandbox verbinden und damit die Fernkontrolle möglich machen. Wird dann spannend, ob ich auch eine Fernsteuerung von mehreren Geräten gleichzeitig machen kann. Da wird es dann lustig, wer dann das Vorrecht hat, die Kamera zu bedienen oder ob sie dann alle gleichzeitig reinfuschen können. Das werde ich mir noch anschauen. Gut, soweit einmal zu dem Test. Bin schon neugierig, was jetzt da auf der Kamera ist, ob die Übertragung bis zur Kaffeemaschine funktioniert hat. Und schalte jetzt mal wieder ab. Ja, soweit zur Inky Bainbox. Spannendes Produkt. Hat mich sehr gefreut, dass ich das testen konnte, dass ich ein Exemplar zugeschickt bekommen habe zum Ausprobieren. Ich werde es noch weiter verwenden. Wie gesagt, ich habe ein paar Anwendungen, wo ich es im Studio verwenden kann, unter anderem für Schulungen und auch im Praxiseinsatz dann bei Shootings. Das möchte ich natürlich ausprobieren. Das heißt, ich werde vielleicht später dann nochmal zurückkommen mit dem Produkt und noch einen genaueren Einblick geben in das, was mich dann da erwartet hat und wie es funktioniert hat. Ansonsten gibt es den Test natürlich dann auf der Webseite zum Podcast auf webvisa.at oder content-creator.at. Auch der wird dann ergänzt, werde noch ein paar Materialien dazugeben und meine Erfahrungen damit teilen. Und danke, dass ihr den Weg bis jetzt einmal begleitet habt mit mir und würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis bald und ciao. Ja, nochmal kurz zurück, eine Kleinigkeit vielleicht noch, die interessant sein kann. Es regnet gerade vorm Fenster. Die Kamera und das Mikrofon stehen direkt neben dem Fenster. Das heißt, man hört eigentlich relativ viel von dem draußen, was da an Wetter stattfindet. Gleichzeitig ist nebenan eine Straße, die gerade stark befahren ist. Da dürfte auch gerade relativ viel los sein an parkenden Autos, die da hin und her fahren. All das hoffe ich, dass man nicht hört im Video. Ich verwende nämlich heute das erste Mal von Nvidia gibt es diese RTX Voice Applikation, die auf KI basierend den Ton verbessern soll. Ich arbeite hier mit dem Rode Wireless Go an die Nikon Kamera. Das Ganze geht via EVA Media Encoder in den Computer hinein. Dort via OBS wird gespeichert und verarbeitet das Ganze. Und die Weiterverarbeitung beinhaltet eben dieses RTX Voice. Also sollte der Ton heute wesentlich besser sein als sonst, dann liegt es daran. Sollte er nicht gut sein, dann liegt es einerseits an dem Wetter und an dem Verkehr, der vor dem Fenster stattfindet. Andererseits daran, dass das Ding nicht so gut funktioniert hat, wie ich mir es gerade gedacht habe. Es ist jetzt bei 50% Voice-Verbesserung eingestellt. Sollte der Ton also gut sein, dann liegt das an der Grafikkarte und der KI-Funktion, die die Mikrofoneingabe verbessern sollte. Gut, das noch ein kleiner Nachtrag und jetzt ciao, bis zum nächsten Mal. Das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf Anchor FM oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.